Wer hämmert hier? Hörst du das auch? Nee, aber ich höre, dass bei dir gehämmert wird. Ach Leute, warum gerade jetzt? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mir Apps und Games. Karl und ich sind mal wieder bei Minecraft hier und wir werden heute gemeinsam wieder ein spannendes Bildbattle für euch machen. Und ja, zwar ganz spannend, oh mein Gott! Geht es heute um die Sportbekleidungsgiganten Nike versus Adidas. Wir werden jeweils ein Haus bauen. Ihr könnt raten, dürft ihr raten, was Nina bauen wird. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt raten, was ich mache. Ich bin natürlich das Adidas Girl und dementsprechend werde ich mein Adidas Fila bauen. Ja, du wirst das Fila Haus bauen. Fila? Fila gibt's heute nicht. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Fila versus Superdry. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, du baust das Adidas Haus. Ich bin das also Adidas Haus. Das Haus mit den drei Streifen und ich baue Nike. Boah, das ist so voll Adidas schwer. Sponsoring. Hashtag not sponsor. Okay. Gute Frage. Ich finde es auch schwierig. Ich muss mal so an mir runtergucken. Nein. Ich glaube, ich weiß, weißt du, welche Farben du nimmst, dann würde ich andere nehmen. Wer sagt du, welche Farben du willst? Ich habe überlegt, schwarz-weiß. Du? Ja, dann nehme ich, ich nehme orange auf jeden Fall. Ja, mach du einfach. Ich orientiere mich danach. Ist schon okay. Ich nehme nicht das gleiche. Nimmst nicht das gleiche? Nein, ich nehme nicht das gleiche. Okay. Ich baue ein bisschen. Oh, es wird echt schwierig, ey. Hätte ich mal bloß nicht echt das genommen. Ich glaube, Nike ist ein bisschen einfacher. Machst du diesen Haken? Wo ist denn Nike bitte einfacher? Ich glaube. Niemals. Nicht? Nein. Okay. Ich muss mich jetzt aber erstmal um. Oh, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Wer hämmert hier? Hörst du das auch? Nee, aber ich höre, dass bei dir gehämmert wird. Ach Leute, warum gerade jetzt? Ja, bei Nina finden heute schon, glaube ich, den ganzen Tag Bauarbeiten statt. Das ist nicht das nervige Gameboy, das sind die nervigen Bauarbeiten. So. Ich habe hier, nicht wundern, so rechts neben eine kleine Vorlage. Das müsste ich immer an mir runtergucken und dann sehe ich das alles auf dem Kopf. Das kriege ich doch wieder nicht hin. Deshalb läuft das bei mir so. Ich glaube, es ist echt nicht einfach, ey. Es ist richtig schwierig, um ehrlich zu sein. Was habe ich mir da für einen Quatsch wieder ausgesucht? Oh, war ja. Haben wir heute eigentlich ein Thema? Ja, Nike oder Adidas? Ich meine, eins, worüber wir reden. Nike oder Adidas? Ja, bei Nike mir ist Adidas. Ganz klar Adidas. Ich habe aber auch so ein paar Nike-Sachen. Zwei Paar Schuhe. Ja? Ja. Ja, bei mir ist es unterschiedlich. Sag mal schnell. In der Freizeit eher Adidas, beim Fußball definitiv Nike. Mhm. Definitiv. Wieso machen die besonders tolle Sachen? Ja, ich finde die besser von Nike. Beim Fußball. Ich gucke gerade, wie das Nike-Zeichen etwa aussieht. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal. Irgendwie sieht das sehr falsch aus. Das werdet ihr bei uns öfters hören, Leute. Nee, warte, das kann gar nicht sein. Jetzt schon? Nee, ich glaube doch nicht. Ja, ich muss das ja irgendwie. Das sind ja so Streifen, das ist echt schwierig. So vielleicht. Ich guck mal gerade. Ich werde mir hier komplett einen abbrechen. Ich hoffe, es sieht am Ende überhaupt aus wie Adidas. Ich glaube nicht. So. Ja, und das hier müsste ja dann schwarz sein. Ungefähr. Vielleicht noch so ein bisschen breiter. So. Ja. Na, vielleicht mal das irgendwie. Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier mache, aber es wird schon richtig sein. Nein, das passt. Oh Gott, nee, komm. Vor allem die Symmetrie ist schon wieder hier ein großes Problem. Ja, nee, bei mir passt es schon. Ja, doch. Ist okay. Hier muss man aber ich glaube, das kann hier weg. Es
sieht noch überhaupt nicht aus wie, wie Adidas. Aber egal. Wir machen es jetzt mal hier weiter. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen wenig Platz. Dann muss ich notfalls die, die Wand einreißen. Okay, jetzt kommt hier nochmal schwarz drüber. Ich kann ja sagen, was ich eigentlich machen wollte, aber ich wollte eigentlich einen Schuhkarton bauen. Echt? Ja. Oh, nicht schlecht. Aber das ist mir, mach ich vielleicht beim nächsten Mal. Falls wir sowas nochmal machen. Ja. Ich hätte weiß-blau machen sollen, nicht schwarz-blau. Ich finde so, Adidas ist irgendwie weiß-blau. Schwarz-weiß und weiß-blau, ja. Ja. So, ich habe gerade erstmal das hier fertig. Ja. So, okay. Ich glaube, ich arbeite mit. Eins, zwei. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Das muss ja nach oben hin breiter werden. Ui. Also so, quasi. Ich glaube, es wird viel zu groß. Passiert schon nicht. Ich hätte viel weiter rechts anfangen sollen. Und? Naja. So, jetzt kommt nochmal weiß. Also ich nehme auch weiße Elemente bei mir mit rein, definitiv. Das darfst du nicht. Warum denn nicht? Das war nicht vorher abgesprochen. Pech gehabt. Kannst du nicht machen. Doch. Du musst sofort abgerichtet. Ich lege ein Feuer bei dir. Das würde mich nicht wundern. Es gibt ja kein Abreißen, deswegen kann man immer nur alles abfackeln. So wie dein Pommeshaus oder was. Oh ja, nein, fang nicht damit an. Ey. Das war das, war das beste Video. Horror! So. Du musst eigentlich noch ein bisschen breiter, das lasse ich jetzt mal. Oh, ich dachte mir, kannst du eher nicht angucken. Schon wieder fast gesehen. Kannst du mal hell machen? Ist doch nicht dunkel. Langsam wird's dunkel. Dein Ernst? Ja. Dein Ernst? Ja, mache ich gerne. Könnte ich zwar auch, aber ich bin gerade viel zu beschäftigt. Du, lass mal, das dauert sonst bei dir lange. Bei dir kann sowas schon mal mehrere Minuten dauern. Mehrere Stunden. Ich glaube, du bist auf jeden Fall weiter als ich. Ich weiß aber, wie ich mein Haus innen auf jeden Fall ausbauen werde. Oh, das wird richtig schön. Das wird dir richtig gefallen, sage ich dir jetzt schon. Ja? Ja. Ich bin erstmal hier außen so doll beschäftigt. An innen ist noch gar nicht zu denken. Und? Ja. Hm. Ihr merkt schon, ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Und ich finde es immer schwierig, dann zu sehen, wo der Fehler liegt. Also was ist nicht so gut gelaufen? Ja. Das, ist die Herausforderung bei dieser Build Battle Challenge, liebe Nina. Build Battle Challenge. Ja. Ich muss auch bei Adidas immer an die Blume von Mario denken, an die Feuerblume. Ja, richtig. Sieht auch so ein bisschen so aus, finde ich. Ey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Bist du stolz? Ja. Manchmal denke ich so, hey, so ein Nina-Noob bist du gar nicht. Ja. Oh, jetzt habe ich deinen schon gesehen. Bin zu weit nach hinten. Ah, okay, das ist ein bisschen falsch, weil die äußeren Blüten sind ein bisschen flacher als das der mittlere. Ja, so. Jetzt muss ich es genauso nochmal bauen. Das kann ich doch schon wieder nicht. So, und dann hier nochmal.
juckt auch noch mein Auge. Alles geht schief. Und ich glaube, drei. Nee. Wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss leider bei dir ein bisschen drüber gucken, weil ich ganz links an der Außengrenze bin. Und dann sieht man das. War ja wieder klar. Leider. War ja mal wieder klar, Nina. Was mache ich hier? Ach nee, Du reißt auch was ab, habe ich gerade gesehen. Sag mal, was guckst du die ganze Zeit? Ich bin hier ganz links an der Außenwand, habe ich doch gesagt. Guck doch einfach mal geradeaus hier, ey Mensch. Blick geradeaus, Madame. Und nicht abgucken. Aber ich kann das hier auch nicht so sehen. Das spiegelt. Oh, das ist zu hoch, glaube ich. Ich muss hier mit abschließen. Boah, nee, so, das sieht nicht schön aus. Aber gut, jetzt ist zu spät. Ist mir egal. Yay, ich glaube, ich bin fertig. Also, wir haben Haus? Nein, noch lange nicht. Doch schon. Das ist noch kein Haus. Wie hoch ich das hier überhaupt bauen kann, nicht, dass es dahinter vorscheint. Wobei ich hatte ja bei der Banane, als ich die Banane gebaut habe, habe ich ja auch einfach so ein, wie so ein Werbeschild davor gebaut. Das ging eigentlich auch. Aber egal. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Gar nicht interessiert, gar nicht. Was labert die schon wieder? Ne, sorry, ich bin gerade nur. Ich war gerade nur bei mir vertieft. Ja, okay, cool. Habe ich schon verstanden. Kannst machen, wie du willst, Nina. Ich hab dein Gebäude ja noch gar nicht gesehen, also... Hast du noch nicht? Nein. Ich gucke nicht so ab wie du. Nee, ich hab nicht abgeguckt. Das ging nicht anders. Es ließ sich nicht vermeiden. Ja, ja, ja. Das sagen immer Leute, die abgucken. Habe ich damals in der Schule auch immer gesagt, wenn ich bei den Arbeiten abgeguckt habe. Ich hatte... Es ließ sich leider nicht vermeiden. Ich hatte meine Klassenarbeit geschrieben und ich glaube, meine beste Freundin damals saß neben mir. Und ich wollte, also ich hatte schon was geschrieben und sie hatte auch was geschrieben und ich wollte einfach nur gucken, ob wir das gleiche da stehen haben. Und dann, das sind mir die Besten. Pass auf, und dann hat der Lehrer gesagt so, hör auf zu gucken, nicht abgucken. Und dann habe ich gesagt, guck nicht ab, ich habe nur geguckt, was sie da stehen hat. Und haben alle gelacht. Ich wollte mein Ergebnis nur vergleichen. Ja, ja. Ich wollte ja nicht von ihr abschreiben. Ich weiß nicht, gleich hätte ich das Ergebnis auch geändert, wenn sie ein anderes gehabt hätte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ja. Das ist ja auch schon sehr lange her. Ich weiß nicht, 6. Klasse oder so. Ich hätte nicht mit Schwarz bauen sollen, weil Schwarz sieht man irgendwie so schlecht, wenn man da schon Steine gebaut hat oder so. Es ist so dunkel. Und es ist hier so schwarz. Ich glaube, so viel Schwarz habe ich noch nie verbaut bei einem Haus. Wie weit bist du denn ungefähr mit deinem Haus, Kahn? Ich bin gleich schon fertig. Wobei, ich muss gerade den Fußboden machen. Ich habe noch kein Dach, ich habe bislang nur Wände. Die sind auch nicht besonders hoch, ehrlich gesagt. Ein Fenster muss ich auch noch einbauen. Oh oh. Das solltest du machen. Und es wird ein bisschen dunkel hier drin. Eine Adidas-Höhle. Ups. Ich bin immer nicht so zielgenau, wenn ich hier baue. Ich baue immer daneben und doppelt und alles aufeinander. Ach,
schon wieder. Ich bin unkonzentriert. So, in Haustür brauche ich Hühner vielleicht, ja? Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Tür, welche Tür nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal diese Tür. Die nehme ich, glaube ich, auch mitunter am liebsten. So, dann wollte ich Fenster. Ach nee, Glas muss ich. Immer das gleiche. Ich denke immer, ich muss Fenster eingeben, aber ich muss Glas eingeben. Oh nee, da muss ich nochmal so machen. Oh, jetzt habe ich hier mit diesen beiden Händen schon wieder das Problem. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich hier will. Vielleicht mache ich erstmal das Dach. Kannst du nochmal hell machen, Kahn? Ja, sofort. Das sehe ich hier nämlich noch weniger. Ja, habe ich gemacht. Danke. So. Ich höre schon wieder jemanden hämmern. Ich hoffe, ihr hört ihn nicht auf. Nein, jetzt habe ich was gemacht, was hier kommen wird. Oh, Mencho. Mencho. Mencho? Mencho, ja. So, Minecraft zum Beispiel. Irgendwie juckt meine Nase auch immer, wenn ich Minecraft spiele. Haben wir jetzt noch eine. Irgendwas zu sagen zu den beiden Marken? Nee, ne? Nö, ich glaube, das war schon. Ihr könnt mal. Seid ihr eher Team Adidas oder Team Nike? Ja. Mal völlig unabhängig davon, welches Gebäude heute hier cooler ist. Ja, genau. Okay, Nina, ich bin jetzt gleich schon fertig. Ja. Ist schon wieder hier blitzschnell. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon bauen. Ah, ein bisschen schon bestimmt. Also ich bin gleich fertig mit außen quasi. Also ich habe Fußboden, ich habe Wände und ein Dach. Aber ich habe noch nichts innen großartig gemacht. Aber das sollte eigentlich schneller gehen. Wir haben ja nicht keinen Deko-Kraft-Mod. Sieht eigentlich ganz fresh aus, muss ich sagen. Woo! Okay, ich bin fertig, Nina. Na gut, ich nicht. Ja, ich warte noch so lange. Das ist sehr nett. Ich weiß nicht, sieht so durchgestylt aus. Ich habe eine Designerbude geschaffen. Oh, es regnet. Nein. Bist du soweit? Ja. Ja, nee. Ja, ist okay. Also so, kann man so lassen, sag ich mal. Ich komm rüber zu dir. Ja, mach das. Also muss ich mich nochmal von außen selbst auf die Schulter klopfen. Geht so. Oh, es ist ein Nike Store. Guck mal. Ein Nike Laden, was man hier alles kaufen kann. Nike Free 5 Euro, Nike Free 4 Euro. Nein, nicht 5 Euro, 5.0, das ist das Modell, also bitte. Magister, Hyper Venom, Mercurial Vapor, das klingt so, als wenn er sich damit auskennt. Air Force One, Cortez, Air Max 90 und Air Force One. Air Richtig. Force One hast du zweimal. Ja genau, aber in verschiedenen Farben, wenn du drauf geachtet hast. Wo sind denn die Schuhe? Ach da. Unten. Cool. Also, das ist der Air Force One in grün. Wir haben Air Max hier und diese Mercurial Vapor Hyper Venom Magister. Das sind Fußballschuhe. Also, und hier haben, also das ist hier Lifestyle. Kein hier. Wunder, dass ich die nicht kenne. Dann kommt Fußball und Nike Free. Das sind so Lifestyle und Running Schuhe. Okay.
Und trotzdem kann man hier aber noch schlafen, wenn man möchte. Ja, sieht nice aus. Und wenn du jetzt nochmal, wenn du in die Luft gehst und auf den Boden guckst, dann siehst du da auch nochmal das Nike-Emblem. Ja. Gefällt dir? Ja, finde ich ganz cool eigentlich. Auch mit dem Grün und so, sieht fresh aus. Danke. Auch wie so ein Nike-Karton. Ja, cool, danke. Aber du hast es von außen auch gesehen. Ich finde, eins muss ich aber sagen, das Nike-Emblem könnte auch eine Banane sein. Oder ein Hockeyschläger. Ja, genau. Aber so sieht halt das Nike-Emblem aus. Okay, jetzt kommt meins. Ich möchte mal deins shoppen. Hey! Nina, was los? Ey, das ist richtig nice. Ist gut geworden, ist oder? Ist richtig ich bin gut richtig geworden. Stolz auf mich. Auch mit den drei Strichen in der Blume. Also die Blume ist dir schon sehr, sehr gelungen. Ja. Und dann auch die drei Striche. Also sehr cool. Nice, 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 Nina. Ehrlich, Hut ab dafür. Ja. Finde ich gut. Hast du richtig gut hinbekommen. Ja, okay, innen ist es halt okay, Standard, ne? Weiß jetzt nicht, was die... Was sollen denn die Aposte hier deuten? Ja, da wollte ich eigentlich noch Blumentöpfe drauf tun oder so. Ach so, okay. Oder irgendwie was machen, aber da hatte ich keine Zeit. Das ist so... Es soll so modern sein eigentlich. Okay, die drei Streifen, der Teppich hier, den sehe ich auch. Ich merke deine Symbolik hier. Yes. Okay, cool. Ja, die doch, Fenster ich finde... sind auch drei Streifen. Richtig, genau. Ich find's cool. Ja, aber das Highlight ist halt außen, ne? Das genau, ich wollte gerade sagen, das Highlight ist eher außen. Das erste Mal auch, dass du ein größeres Haus gebaut hast als ich. Stimmt, das gab's noch nie. Also, man könnte man erkennt denken, dass du das Adidas Haus gebaut hast, ja, und ich das Nike. Aber Hut ab dafür. Nice, oder was? Applaus. Leute, ihr könnt auf dem i natürlich abstimmen, wer heute das Build-Battle gewonnen hat. Ne? Entweder weil ihr Nike-Fan oder Adidas-Fan seid oder weil ihr halt die Häuser toll findet. Das könnt ihr entscheiden. Aber ja. Nina, dein Haus gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Applaus. Leute, ich bin mega begeistert von meiner eigenen Leistung. Du bist gerade überwältigt, ne? Ich bin so, ich fühle mich wie bei der Oscar-Verleihung. Da fällt mir nichts ein. Sprachlos. Leute, muss ja auch gar nicht, ne? Weil ich mich jetzt verabschiede. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut, ciao.